Friede sei mit euch. Herzlich willkommen zum Adventsmoment aus der Nagolder Stadtkirche. Schön, dass Sie sich diesen Moment nehmen, um sich mit uns zum vierten Advent auf Weihnachten einzustimmen. Denn wie heißt es im Wochenspruch für diese Adventswoche aus dem Philipperbrief? Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch, der Herr ist nahe. Hören wir davon. Wir sagen euch an den lieben Advent, die Nummer 17 aus dem Gesangbuch. Gott selber wird kommen, er zögert nicht. Auf, ihr Herzen werdet Licht. Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr, denn schon ist nahe der Herr. Freut euch, denn bald ist Weihnachten. Freut euch, Gott selbst kommt in unser Leben. Freut euch, das ist oft leichter gesagt als getan. Wie sollen wir uns denn auf ein Weihnachtsfest freuen, das so sehr im Zeichen der Einsamkeit und Ungewissheit steht? Heißt das, dass wir alles, was nicht zum Weihnachtsfest passt, einfach unter den Teppich kehren sollen, damit an Weihnachten Friede, Freude, Eierkuchen herrscht? Vielleicht haben einige von uns das in den vergangenen Jahren schon immer wieder mehr oder weniger erfolgreich versucht. Doch in diesem Jahr wird es besonders schwierig. Da ist so vieles nicht in Ordnung, vor dem wir die Augen nicht verschließen können, selbst wenn wir es noch so gerne wollten.
Wie können wir uns da auf Weihnachten einstimmen? Vielleicht kann uns dabei eine Geschichte von Karl-Heinz Ronecker helfen. Der Engel und das Kind. Als die himmlischen Heerscharen zur Feier der Heiligen Nacht nach Bethlehem flogen, hatte sich ein Engel verspätet. Hastig machte er sich auf, um noch rechtzeitig zum Gotteslob zu kommen. Er verlor jedoch die Richtung und landete nicht in Bethlehem, sondern einige Ortschaften weiter. Dort waren die Leute gerade dabei, einen Mann mit Steinwürfen zu vertreiben, weil er aussätzig geworden war und weil sie fürchteten, von ihm angesteckt zu werden. Der Engel hörte gerade noch, wie dieser Mensch verzweifelt nach Gott rief. Er sah die Frau und die Kinder weinen, weil sie nicht wussten, wer jetzt für sie sorgen würde und wie sie satt werden sollten. Als der Engel dem Mann folgen wollte, hörte er neues Geschrei. Er erblickte Soldaten, die ein 10-jähriges Kind mit sich schleppten. Es sollte als Schuldsklave verpfändet werden, weil die Eltern nach 2 Missernten nichts mehr besaßen, um sich und die Familie zu ernähren. Der Engel, so wird erzählt, wusste nicht, was mit ihm geschah. Aber er vergaß alles, was in ihm war, und fing einfach an zu heilen und zu trösten. Viele umdrängten ihn mit ihrer Not, und der Engel griff zu. Er tat, was er konnte, doch vom Helfen wurde er müde und ganz grau im Gesicht. Spät in der Nacht kam er doch noch nach Bethlehem. Die himmlischen Heerscharen waren verschwunden, der ganze Glanz war verblasst. Der Engel selbst war durch die Begegnung mit der menschlichen Not ganz dunkel geworden. So stand er vor der Krippe. Das Kind lag mit ausgebreiteten Armen da. Wie ein Gekreuzigter fuhr es dem Engel durch den Sinn. Doch dann erschrak er und dachte: Hat mich denn das, was ich an Leid und Bosheit erfuhr, so durcheinandergebracht, dass ich nur noch finstere Gedanken zu fassen vermag? Da war ihm, als würde ihn das Kind anreden. Du hast recht gesehen. Der Engel erzitterte. Das Kind aber fuhr fort. Du bist tief in das Geheimnis meiner Geburt eingedrungen. Ich bin gekommen, um die Leiden und die Schmerzen der Welt, um Schuld und Strafe auf mich zu nehmen. Doch das ist nicht alles. In diesem Augenblick öffnete sich vor dem Engel der Stall von Bethlehem. Er sah weit in die Ferne. Dort erhob sich ein Hügel mit 3 Kreuzen und es war sehr dunkel. Dann aber leuchtete ein Licht auf. Das war so hell, dass davon das Dunkel zerfloss. Auch die Kreuze wurden von ihm verschlungen. Der Engel wusste nicht, was ihm geschah, aber ihm wurde leicht ums Herz. Er hatte tatsächlich das Geheimnis der Weihnacht erfahren, dass es vom Geborenwerden in den Tod geht, dass hinter der Krippe das Kreuz steht und dass Gott dennoch stärker ist. Als er sich ansah, entdeckte er, dass er nicht mehr finster war, sondern angefangen hatte zu strahlen. So kam es, dass in jener Nacht ein einsamer Engel, hell wie ein Stern, in den Himmel zurückkehrte und zu sehr später Stunde noch eine Stimme sang: Ehre sei Gott in der Höhe. Diese Geschichte macht mir Mut. Wir müssen an Weihnachten nicht alles, was in unserem Leben nicht stimmt, unter den Teppich kehren. Gott kommt gerade in unsere unvollkommene Welt. Er steht uns bei. Er schenkt uns die Hoffnung, dass Schmerz und Leid nicht das letzte Wort haben werden. Er ist es, der in uns die Weihnachtsfreude entfacht und auf Weihnachten einstimmt.
das müssen wir nicht selbst tun. Und darüber können wir uns freuen. In diesem Sinne, freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch, der Herr ist nahe. Amen. Hören wir davon. Auf, ihr Christen alle. Die Nummer 536 im Gesangbuch, die Strophen 1, 5 und 7. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.